Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir spielen mal wieder eine Runde Staxel. Tut mir leid für die kleine Pause. Ich hatte einfach tatsächlich nicht so die große Lust hier noch ein bisschen was aufzunehmen. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen geändert und da muss ich natürlich dem Hunger direkt nachkommen. Und habe überlegt, was könnten wir denn machen? Ja, der Bloody, mit dem Bloody habe ich ja mir Staxel angesehen. Und jetzt wollte ich mal wissen, was hat sich denn hier bei dem Spiel noch so sonst weiter getan, sage ich mal. Was ist das hier? Ja, da kann ich die Haarfarbe haben, natürlich. Warum sind hier immer noch nur Frauenfrisuren drin? Okay, mit so pinken Haaren ist schon irgendwie ein bisschen... Ja, das hat schon was. Ja, lauf durch mich durch, du... Ja, ne, egal. So. Egal. Wir sind fröhliche Village People. Und, also ich möchte, wie gesagt, ich möchte gerne mal gucken, was hier ein bisschen in der ganzen Zeit passiert ist bei Staxel. Es ist jetzt zwischen auf Steam raus, schon eine ganze Weile. Und ich akzeptiere jetzt einfach mal, ja, Bewegung. Wow, wow, Alter. Mouse Sense. kann ich die irgendwie ändern? Ich glaube, ich kann die ändern. Mausgeschwindigkeit. 10. Oh, das wird immer noch richtig hardcore sein. Ich gebe mein Bestes. Nein, es geht. Es geht. Bei dem meisten Spiel muss ich es eigentlich auf 3 drücken. Oh, ein neues Gesicht. Das sieht man hier selten. Ja. Du musst Lompi sein. Willkommen bei Staxel, dem Pharma-Simulator. Ja, das kennen wir ja alles schon aus dem Let's Play. Deswegen versuche ich das jetzt hier mal ganz schnell durchzudrücken. Ich habe in eine neue Welt angefangen. Namensformular kostet 200. Machen wir die Tür. Oh, auf ihr war jetzt ein vernünftiges Inventar. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so aussah. Aha. Es gibt Achievements. Fange 100 irgendwas. Man kann es nicht genau lesen. Es ist einfach zu klein. Fange eine Biene. Wartet mal, Leute. Wie ist das hier? Am Abrockeln habe ich das Gefühl. Werden wir nochmal. Jetzt hier die Grafik. Machen wir die mal auf. Automatische Mittel. Wie habe ich sie denn jetzt gerade eingestellt? Oh, Mittel. Besser? Bisschen besser ist schon, ja. Alter, das ist immer noch. Es ist immer noch viel zu bunt, das Spiel. Kann ich hier die Kacke abbauen? Rechte Maustaste, ja. Zack, zack, zack. Grünes Blatt. Gib mir die Blume. Boah, Alter, das ist so hardcore bunt. Man weiß überhaupt nicht, wo man zuerst hingucken soll, ne? Hallo. Hallo. Ah. Das ist das öffentliche Gasthaus. Geh mal da rein, da wartet jemand auf dich. Ja, los, wir gehen weiter. Während du da langsam langläufst, gehen wir hier zu dem Rowan. Hallo. Oh, da bla 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 bla. Nehmen wir für das Bier. Katze oder Hund? Nehmen wir eine Katze. Weil das ist ja irrelevant. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Eigentlich kannst du nichts für mich tun. Ich möchte nämlich wissen, was bei dem Spiel passiert. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ist viel passiert. Es sieht immer noch aus wie ein riesiger, bunter Streuselkuchen. Oh, der Pharma-Fan ist bestimmt hier hinten beim Laden gelandet. Hallo. Was ist denn hier für eine wunderschöne Musik übrigens an? Naja, krass. Ja, hallo Pharma-Fan. Blablabla, blablabla, blablabla. Ja, hier kann ich Sachen kaufen. Da, das ist das erste, wo wir gleich mal reingucken werden. Gibt es neue Items, die mir auffallen? Alter, was ist denn das für eine riesige Flosse, die wir haben? So. Aha, musikalische Klavierpflanze Note D. Okay, Waschmaschine. Sonnenschirm, also ein paar neue Items gibt es auf jeden Fall. Das finde ich schon mal, das finde ich professionell. Sozusagen sehr, sehr cool. Mischstation, Schnellstation, Kombinateur. Also die deutsche Übersetzung ist auch noch ein bisschen besser geworden. Ich habe damals, habe ich mich ins Discord eingeloggt von den Entwicklern und habe dann gesagt, ja, ich könnte ja vielleicht mal ein bisschen hier, während ich das Let's Player ein bisschen die Übersetzung begutachten und so, habe ich gesagt, ja, wäre vielleicht ganz cool und so, habe ich aber nie gemacht. Weil mich das Spiel dann am Ende doch nicht so gehuckt hat, wie ich es gedacht habe. Was stehst denn du hier mitten in der Luft? Bist du doof? Ich möchte ihn gerne boxen. Okay, Farmfan, wo bist du? Oh Gott. Sie läuft immer noch so langsam. Obwohl, sie ist ein bisschen schneller geworden. Ein bisschen schneller ist sie geworden. Wow. Was machst du?
Hast du. Wo sind deine Waypoints, Alter? Hä? Okay, ich gehe auch hier lang. Tacho. Ah, hier sind wir in deinem Zuhause. Ja, wir gehen jetzt uns die Felder ansehen. Ah! Ich sitze drauf. Wie komme ich da wieder runter? Leertaste, um zum Stuhl aufzustehen. Leertaste. Das ist doch kein Stuhl, Alter. Das ist ein. Naja, ist natürlich cool, wenn man sich draufsetzen kann. Das stimmt schon. Hallo, Farmfan. Den Dager kannst du umgraben und dann Samen reintun. Versuch's mal. Okay, Hack. Ist das der Samen, den ich reinpflanzen soll? Wahrscheinlich, ja. Wahnsinn. Hallo, Farmfan. Ja, ja, ja. Hast du gut gemacht. Hier ist deine kleine Belohnung für deine gute Arbeit. Gießkanne und 200 Blütenblätter erhalten. Du kannst deine Gießkanne benutzen, um deine Pflanzen zu bewässern. La 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 la. Auf geht's, ja. Putz. Hä? Und wie lange soll ich auf die Pflanze pinkeln? Ja. Hier eine weitere Belohnung, 200 Blütenblätter. Hm, ich glaube, es wird Zeit, denn tatsächlich bekomme ich langsam etwas Durst. Kannst du diese Notiz an Rowan bringen? Ja, klar. Kannst du nicht selber machen. Oh, ist das schön. Okay, wir gehen zu Rohan. Oh, Alter, ich krieg so voll den Overload. Kann man das Spiel ein bisschen weniger bunt einstellen oder so? Grafik, Sichtfeld, erweitert. Und den Blumen erstmal aus, hä? Halbe Auflösung. Mhm. Hat irgendwie gefühlt nichts gebracht. Boah, guck mal, wenn ich jetzt hier stehe, weiß ich nicht, wo ich hinsehen soll. Hallo. Hallo, Riha. Nja, frische Beute. Nja. Tschüss. Kann ja sein, dass ihr das Spiel vielleicht weiter sehen wollt und so. Dann würde ich sagen, schreibt das mal in die Kommentare. Aber ich habe da echt nicht so Bock, das weiterzuspielen. Das sieht noch genauso aus wie vorher, ne? Mhm. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn der Gasthaus? Da ist der Gasthaus. Alter, wow. Wow, wow, wow. Hallo, Rowan. Hallo. Oh, mach's gut. Wie wär's damit? Besorgung, dann kann ich das für Großartiges oder so. Ja, okay. Mhm. Live im Gebüsch machen laden. Mhm. Okay. Das sind immer die langweiligsten Quests, aber naja, hallo. Vielleicht kann ich das ein bisschen. Wow. Wow, okay, das ist hardcore, Alter. Ich bin der Quake Pro. Okay, lass mal das auf 90 oder so vielleicht tun. Ja, das sieht doch schon vernünftiger aus. Hallo Live, tanzt du immer noch da oben rum, du Vollidiot? Na du? Ich betreibe das hiesige Geschäft. Ich heiße Live. Komm mal vorbei. Oh, Roman hat dich geschickt. Hm. Übrigens, Glückwunsch zum Haustier. Danke. Futternapf und Tierfutter. Danke. Mann. Was ist denn hier? Ein Würfel, Läufer, schwarzer Damenstein, Kohlsamen, Gurken. Gib mir Gurken. Oh, nicht genug Geld. Zurück zu Rohan wahrscheinlich. Alter. Warum winken die immer? Das ist merkwürdig. So, hallo Rohan. Oh, du hast mir ein Päckchen. Das ist ein Aroma. Was ist das, alter Fisch? Natürlich ist das alter Fisch. Kann ich mich noch dran erinnern? Ja, bla bla bla. Alter, halt doch endlich die Fresse, lass mich gehen. Sorry.
ging es hier zur Farm, hier ging es früher zur Farm. Das ist immer noch der gleiche Weg. Können Sie ja gleich sehen. Ja, das sieht nicht aus wie eine Farm. Ich habe mich verlaufen. Ach, bestimmt hier lang. Hier ist ein Weg. Geht denn der Weg hin? Oh. Okay. Zwischen ist ja Steady Willy Multiplayer draußen. Also die Beta im Moment noch. Ne? Alter, ist das ein pinkes Haus. Ich glaube, Stardew Valley Multiplayer, das würde ich auch ganz gerne aufnehmen. Aber wir sind halt einfach schon mittendrin. Wir sind jetzt schon im ersten Herbst. Denn ich möchte die Farmen, die möchten wir natürlich nicht aufgeben. Ne? Ich glaube, da werden wir das ein bisschen streamen. Was bist du? Oh, eine Eichel. So, Tag. Wo ist mein Schaft? Hast du, nein, was? Eine Notiz? Scheiße, ich darf nichts mehr saufen. Oh, ich bin nicht traurig. Ja. Bist du eine nervige Person, Alter. Was soll ich machen? Was? Versuch's mal. Ich hab. Ich will, dass ich grabe oder pflüge nicht. Das ist doch ein Namensformular. Bam, 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 bam. Was willst du jetzt von mir? Ne, worauf wolltest du? Platziere deine Tierhütte. Achso, okay. Ja, okay, das verstehe ich. Wo ist denn meine Tierhütte? Da ist meine Tierhütte. Irgendwie ist das verkehrt rum hier, das Menü. Okay, wo machen wir denn die Tierhütte hin? Die machen wir wieder dahin. Okay. Lass das Gras rausrupfen? Keine Ahnung, ey. Da. Achso, das war rot. Das, ich dachte, ich darf es da nicht platzieren. Sondern einmal Hundefutter rein. So. Lalalalalala. Hallo, Farmfan. Na ja, gut gemacht. Vergiss nicht, du kannst deinen Hamster Hammer benutzen. Ja, wenn du Tierfutter kaufst, ja, das ist mir erstmal vollkommen Schnurbel. Magisches Wasser. Haha. Mann, lass mich im Farmfan, Mann. Ach, die ist immer noch so nervig. Das ist so nervig. Wutz. Wutz. Tacho. Ja. Danke. Als ob ich dich jemals wieder besuchen möchte, ey. Ohne Mist. So, wo ist unser Tier? Da bist du. Hallo. Miau. Ida. Ne, Ida finde ich ja nicht ganz cool. Das ist ein cooler Name. Ja, gefällt mir. Kann ich mit dem Hammer den Baum hier abholzen? Ne, mach eine Axt für. Aber auch keine Axt. Ein bisschen scheiße. Oder bin ich eine Axt? Nehme ich nicht. Ich glaube, wir müssen ins Rathaus und irgendwie unsere Dingsbums anmelden. Farm anmelden. Oder bist denn du für jemand, Alter? Dicke Kopfhörer hast du auf. Bist doch einer von den Wacker-Lights, oder? So, warte mal, wir haben doch jetzt hier eine Frucht, die kann ich bestimmt verkaufen. Was ist das denn? Farmregistrierungsformular, ja. Genau. Ah ja, das muss ich doch hier irgendjemanden... Da ist das Rathaus. Alter, das macht mich jedes Mal wieder verrückt, wenn die mich alle anwinken. Hallo. Wo ist denn der Herr? Wo ich drüber nachdenke, habe ich mir noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Oh, das ist ein Farmregistrierungsschreiben. Sehr schön. Das werde ich gleich direkt in meine Akte legen. Ja, ich bin hervorragend. Hier ist deine Lizenz. Dankeschön. Endlich habe ich eine.
krass, eine Schaufel, dankeschön. Ja, wir können uns endlich um Rinder kümmern. Musst du eine Scheune bauen. Bin ich mir nicht sicher, qualifiziert genug dazu bin, die Dinge beizubringen. Ich schlage vor, du fragst mal Lisa. Hm. Ja. Okay. Wie lange sind wir jetzt schon dabei? Viertelst du, ne? Das ist in Ordnung. Huch, da ist der Weg. Immer schön auf dem Weg laufen. So, du bist Alisas Laden, oder? Ja. Oh, sieht ein bisschen aus, als jetzt hier der Laden, glaube ich. Hi. Oh, kannst du mir mal H. Ja, hab. Irgendeine Alisa vom Lizenz. Scheunenschild. Schild. Na, ja, jetzt jederzeit einen Blick drauf werfen, was du brauchst. Jawohl. Scheunending, Holz, Handwerkerladen. Hm. Dankeschön. Danke. Tschüss. Wie lange war es, oder? Irgendwo da hinten. Hopp. Ich wollte eigentlich Sachen verkaufen, ne? Wie haben wir es überhaupt? Ah, da oben links ist die Uhr. Okay, wird bald dunkel. Was geht noch? Dieser Tag-Nacht-Zyklus ist deutlich angenehmer geworden, oder was? So, dann mal hier platzieren. Okay. Wie das jetzt verkauft? Ah. Ich muss es erst platzieren. Zack. Dann hier drauf. Dann kann man gucken, wie viel. Dann kann man hier drauf gucken und rechtsklick auf den Topf. 180, nice. Noch irgendwas, was wir verklingeln können. Hier das Blütenblatt zum Beispiel. Und diese Eichel auch. Zwölf. Nein. Eins, ja. Zwölf. Weg damit. Dankeschön. Danke, danke. Das ist eine gute Wahl. Ja, natürlich. Das ist eine gute Wahl, dass ich das verkauft habe. Was haben wir hier noch? Wärmesformular, weg damit. Das kann da rein. Das brauchen wir mit auch noch nicht. Die Gießkanne dann entsprechend auch nicht und die Hacke auch nicht. Wir wollen jetzt hier erstmal richtig schön. Dankeschön. Bäume hauen. Da sind Bäume. Ja, das ist das Luftschiff, was wir uns noch nicht angucken konnten damals. Sonst ist das Spiel echt zu langweilig geworden. Batz, Junge. Gib mir her. Wie soll ich es auf? Ach, Rechtsklick ist aufheben, ja stimmt. Ist ja die Steuerung ist immer noch komisch, ey. Man nimmt es nicht automatisch auf, indem man drüber läuft, sondern man muss Rechtsklick machen. Und ich habe versucht, weil man es nicht automatisch aufnimmt, mit E aufzuheben. Ja, ich will doch nicht diese Blume. Warte mal hier, die Wurzel weg. Batz, 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 Batz. Jetzt schwebt der Baum. Wieso kam denn nur vier Holz raus, Alter? Bin ich gerade eben den ganzen Baum abgeholzt oder so? Ja. Na gut. 73 Holzdinger. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir, keine Ahnung, irgendwas machen. Haben wir die ganzen Rezepte schon? Wo sind die Rezepte? Da, nein, doch. Oh, nee. Ja, das ist jetzt
jetzt nicht das, was ich haben wollte? Gerichte? Nee, Nudelspeisen. Hä? Nachspeisen? Ach ja, da. Bauholz, glattes Bauholzpfosten. Weißer Lattenzaun. Okay. Ziegelblock, fester Steinblock. Das ist immer noch sehr komisch sortiert irgendwie. Gut, lass uns erstmal zur Farm gehen. Moment, ich habe noch was in Erinnerung, dass wir das hier. Oh, kannst du dich mal da verpissen? Dass wir das so machen mussten und dann irgendwie so. Oh, das sieht schon ein bisschen besser aus. Macht er das jetzt von allein? Es arbeitet von allein. Oh Gott sei Dank. Das war ja so nervig das letzte Mal. Na, da musstest du jedes Mal einzeln anklicken. Da kann ich mir noch. Das ist eine gute Verbesserung. Die finde ich gut. Die Musik geht mir gerade ein bisschen auf die Nüsse. Popski. Eigentlich mochte ich deine Musik. Was passt vielleicht zu dem Spiel hier? So, geht's hier zu unserer Farm, glaube ich, ne? Ja, wir sind wieder zu Hause. Nice. Dann müssen wir das Ganze ja auch noch. Wir müssen die Planken machen, denn dann müssen wir zusammenpressen zu leichten Holzdingern hier, oder glaube ich. So war das doch. So. Lass mal hier das Scheunending nehmen. Guck mal hier, da ist schon was angefangen zu bauen. Das bedeutet, wir sollen es hier platzieren. Batz. Trog 2 zu wenig. Dach beliebig Blöcke fertig. Ich glaube nicht, Tim. Alter. Was soll ich denn da machen? Links, mit Linksklick platziert man das. Ach so. Alter. So. Aha. Batz, Batz, Benzo. Buff Benzer, oh. Entschuldigung. Und das jetzt einfach so hier. Zack. Das ruckelt immer noch, ey. Das habe ich zum Hauptmenü gedrückt. Oder gespeichert. Alle gespeichert. Ich wollte in die Option, Alter, der fragt niemand, schade. Bei vielen anderen Spielen hast du gefragt, bist du dir sicher, dass du das jetzt wirklich beenden möchtest? Deine nicht vorhandenen Speicherstände werden nicht gespeichert. Also, vielleicht hat es ja gespeichert. Oder ganz schön lange das Laden. Aber ist überhaupt kein Problem. Denn wie wir sehen, sind wir auf der Farm und er hat gespeichert. Das ist gut. Das gefällt mir allerdings, dass das so war. So. Mal reduzierte Sichtweite. Papp. So, jetzt müsste es ja noch richtig schnuffig laufen, oder? Fluffig, schnuffig, knuffig, puffig. Warte mal, hier sitzt der Ein- und Ausgang. Das heißt, wir machen hier ungefähr so. Batz, batz, batz. Bäm, jetzt ruckelt es wieder, Alter. Was ist los mit dem Spiel? Das sieht aus wie nix. Das ist nicht gut optimiert, Leute. Ja, vielleicht hättet ihr nicht eure eigene Engine nehmen sollen, sondern irgendwas, was schon funktioniert. Okay. So. Brauchen noch zwei Futtertricks hin. Die stelle ich irgendwo da draußen, ist mir scheißegal jetzt. Jetzt ist dunkel, ne? Okay, jetzt gehen wir mal ins Haus. Gucken wir uns nochmal unsere Hütte an. Wow, da war ein Teich. Wo ist unsere Tür? Wo ist die Tür? Da nicht, da nicht. Da ist unsere Tür. Hallo. Das ist cool, dass die alleine aufgeht. Hallo. Das war schön auf dem Lokus. Haben wir ein Bett? Jawohl. Er ist beschlafen.
Drücke leer, um das Bett zu verlassen. Ja, mache ich. Weiter mit leer. Wow, Rockily, Rockily. Tagsüber? Sind die FPS besser als nachtsüber? Alter, was ist das denn? Das ist doch keine Sonne. Junge, Junge. Kein Wunder, dass das ja alles so quietschbunt ist mit so einer riesigen Sonne, ne? Die dich die ganze Tag anguckt. So, was wollten wir jetzt? Futtertröge, zwei Futtertrogs. Ja, Baufrau. Der muss doch Futtertrog haben, oder? Die Post? Nee. Das ist das falsche Haus. Da. Also, ich habe jetzt so den Eindruck, es hat sich bisher in der ganzen Zeit nicht so viel verbessert. Bin ich ein bisschen sehr enttäuscht. Aber, mein Gott. Gib mir das. Okay. Geräusche. Ja. Ups, einfach hier überall drüber rennen. Okay, was muss ich jetzt hier tun? Warte mal. Ha? Ja. Letztendlich nicht alle 36 da reinpacken. Ich will bloß eins da reinpacken. Geht das auch? Ah, mit Shift gedrückt halten. Das ist gut. 3, 4. Und montieren. Was? Wie mache ich das? Nein. Alter. Aufheben, platzieren. Ich will es nicht platzieren. Ach man. Achso, man muss vorher das Rezept auswählen, ne? Ja, aber. Wenn ich nicht weiß, wie man so ein Ding baut, wie soll ich es dann bauen? Verstehst du schon wieder nicht. Türrahmen. Blöcke. Also die Varietät der Dinge, die man bauen kann, hat, glaube ich, zugenommen. Man kann verkehrt rum Treppen bauen. Achso, das sind Dachfliesen. Ah, okay, okay, alles klar. Das ist für so Schrägdächer nach außen. Nach außen gerichtete schräge Dächer. Das ist Achso, man braucht ja noch Kleber dafür und so ein Shit. Oh nee. Über ein billiger Lack. Nägel. Blech, Metallband, Mürtel. So, kommt ihr jetzt ja irgendwann mal zur Arbeit oder so? Es ist schon um 8. Junge, der Bausmann, der ist schon lange wach hier. Der hat schon sein ganzes Holz abgeholt. Ah, live kommt gerade zur Arbeit. Hallo. Hast du das Ding, was ich brauche? Also, wir sind jetzt bei knapp eine halbe Stunde. Ich mach gleich erst Beschluss. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ich weiter spielen soll oder nicht. Im Singleplayer, meinetwegen auch im Multiplayer, könnt ihr auch mal drunter schreiben oder so. Oder ob ich das Spiel komplett falsch verstehe. Also es geht jetzt hier nicht für mich darum, dass ich hier auf Speed oder sowas irgendwie, aber es ist, irgendwie ist es mir zu bunt. Gibt es vielleicht eine Mod, die es weniger quietschbunt macht und weniger Millionen von Blumen hier rumstehen lässt oder so? Das wäre vielleicht was. Würde dem Spiel, glaube ich, gut tun. Hier gibt es Früchte. Warum Futtertrog, Mann? Lalalala, Brot. Nicht aus, hier vielleicht. Warte mal, Melkmaschine. Nee, Smoker. Ein Smoker, das ist cool. Hammer. Wieso verkaufst du eigentlich diesen Kram hier, diese Items, wenn man die sowieso geschenkt bekommt? Hab ich nicht verstanden. Kann ich mir eine Kuh, eine Kiste kaufen? Trogfutter? Hühnerfutterstall? Kiste? Dings? Gibt's nicht irgendwie. Gibt's nicht. Gibt kein Futtertrog. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder so. Hallo. Seht ihr nicht da? Ja, eigentlich bist du mal auf Arbeit, Junge. Was ist dein Problem? Der nächste Schritt wirst du Rohholz brauchen. Ja, das habe ich. Zack, einfach ein paar große Bäume ums Dorf rum. Ja, habe ich schon gemacht. Okay,
Okay, das mache ich jetzt doch nochmal. Alter, aus der Entfernung kann ich das zacken. Guck mal, das ist doch ein bisschen was hier. So, jetzt hab ich, vielleicht habe ich jetzt genug Ruhe. Aufgaben. Nein. Ich wollte nicht meine Aufgaben sehen. Sehe ich hier nirgendwo meine Quests? Q? Oh ne, Q ist wegwerfen, okay. L. K. E. R. Nachladen. T. T ist chatten. Aus D, aus D. Okay. Hm. Ey, renn hier nicht weg. Ja. Ja, du brauchst nur ein paar drei Sachen. Blaupause oder Rezepte, Handwerkstation, bla bla bla, Handwerksladen. Ja. Ja, also. Ah, jetzt habe ich den Blueprint für den Troke. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, okay, danke, danke, danke. So. Muss ich jetzt den Blueprint noch lesen? Ja. Einprägen. Ha, jetzt haben wir ihn gelernt. Bauen. Das ist kein Trog. Pfosten. Schwein gehabt. Oh, der Ball bleibt wieder da. Leerer Trog. Das ist ja wichtig, dass man einen leeren Trog baut. 6 Bauholz, 2x glattes Bauholz, 3x Nägel. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Schreibt in die Kommentare. Lasst einen Daumen da oder so. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Spiel. Ich glaube, ich werde es nicht nochmal anpacken. Macht's gut. Bis dahin und tschaußen.